Made in Germany, ursprünglich eingeführt in Großbritannien als Schutz gegen vermeintlich billige und minderwertige Produkte aus Deutschland, hat sich über die Jahre hinweg zu einer Art Qualitätssiegel entwickelt. Aber was ist dran an der unterstellten Qualität, die man mit Made in Germany in Verbindung bringt? Wenn es euch interessiert, bleibt dran! Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. In meinem Kanal geht es ja um Uhrenmarken aus Deutschland, nicht unbedingt Made in Germany Uhren. Und diesen Kommentar habe ich immer mal wieder gesehen unter den Videos auf Social Media Kanälen, dass diese Uhr ja gar nicht in Deutschland produziert sei, sondern in der Schweiz oder anderswo. Mir war Made in Germany nie so wirklich wichtig, aber ich wollte es dann doch etwas genauer wissen und habe die ganze Sache für euch recherchiert. Ich bin kein Anwalt, ich bin kein Jurist. Insofern habe ich frei verfügbare Informationen gesammelt und sie interpretiert. Und was ich sage, ist meine Meinung, keine juristische Aussage, kein juristischer Rat. Und wer es besser weiß, mag bitte sehr, sehr gerne Korrekturen in den Kommentaren hinterlassen. Ich werde das Ganze strukturieren, indem ich kurz den historischen Ursprung nenne, dann zwei Gerichtsurteile erwähne, einen Blick darauf werfe, was es für die Praxis bedeutet und dann noch einmal eine Konkretisierung, was es für Uhren genau bedeutet und wie ich es bewerte. Historisch gesehen ist Made in Germany kein Qualitätssiegel gewesen, sondern eine Warnung an Verbraucher in Großbritannien, diese Ware nicht zu kaufen, weil sie minderwertig und billig waren. Das Ganze wurde eingeführt Ende des 19. Jahrhunderts und hat sich erst über die Jahre hinweg zu einem Siegel entwickelt, hinter dem eine gewisse vermutete Qualität steht und was auch auf der Marketing-Ebene durchaus sehr aktiv, erfolgreich und offensiv eingesetzt wurde. Aber was bedeutet es genau? Was darf sich Made in Germany nennen? Was nicht? Wo sind die Grenzen? Das möchte ich euch jetzt an einigen Punkten und einigen Urteilen und einigen Praxisbeispielen erläutern. 1973 gab es ein Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs, das Made in Germany allgemein mit produziert in Deutschland gleichgesetzt werden darf, wobei allerdings die Verbraucher, so das Urteil, nicht voraussetzen, dass das gesamte Produkt von der allerersten Idee bis zum fertigen Produkt im Regal ausschließlich in Deutschland produziert wurde, sondern dass der Verbraucher den Fokus darauf legt, dass die wesentlichen Merkmale, die die Wertschätzung des Verbrauchers ausmachen, in Deutschland produziert werden. Ja, das ist, ich muss kurz nachlesen, ja, genau so war es. Das ist natürlich extrem schwammig und lässt sehr, sehr viel Interpretationsspielraum. Gerade bei Uhren ist die Frage, was ist das wesentliche Merkmal, was die Wertschätzung des Verbrauchers bei einer Uhr ausmacht? Ist es das Gehäuse? Ist es die Gehäuseform? Ist es das Gehäusefinish? Ist es die Veredelung? Ist es das Ziffernblatt? Ist es das Werk? Ist es die Ganggenauigkeit des Werkes? Ist es die Veredelung des Werkes? Ist es der Zusammenbau? Ist es die Feinabstimmung? Ist es die Regulierung? Ist es die Justierung? Es gibt so viele Komponenten, die für eine Uhr wichtig sind. Und wie wir alle wissen, ist es ja heute so, dass Teile davon durchaus im Ausland produziert und hergestellt werden können, die Uhren trotzdem Made in Germany gelabelt sind, ohne abgemahnt zu werden, sodass nicht alles von dem, was ich gerade aufgezählt habe, offensichtlich ein wesentliches Merkmal der Uhr im Sinne der Rechtsprechung rund um Made in Germany sind. Ich finde das Ganze also hier noch wahnsinnig schwammig, unkonkret und auch bis zu einem gewissen Grade nicht besonders hilfreich. 1995 gab es dann eine Konkretisierung durch das Oberlandesgericht in Stuttgart, was gesagt hat, dass das Label Made in Germany dann irreführend ist, wenn wesentliche Teile des Produktes im Ausland produziert wurden. Aber, und da kommt jetzt direkt die Einschränkung, dem durchschnittlichen Verbraucher wird unterstellt, dass er weiß, dass im Zuge der Globalisierung und der internationalen Arbeitsteilung
durchaus einzelne Bauteile oder Baugruppen durch Outsourcing im Ausland produziert werden und aus dem Ausland zugekauft werden. Das heißt, eine Uhr oder ein anderes Produkt, was das Label Made in Germany trägt, darf durchaus einzelne Teile oder ganze Baugruppen verwenden, die aus dem Ausland kommen, dort produziert wurden und dort zugekauft wurden, sofern es sich dabei nicht um wesentliche Teile handelt, die zur Wertschätzung und Wertvermutung des Verbrauchers beitragen. Ja, also ganz ehrlich, für mich ist das einfach nur eine etwas andere Formulierung, das Pferd von hinten aufgezäumt. Im Wesentlichen bleibt für mich weiterhin unklar, wie diese Baugruppen definiert sind, wie man sie abgrenzt, was darf man, was darf man nicht. Es gibt auch nicht den einzelnen Verbraucher, jeder mag das anders sehen. Für mich bleibt es hier nach wie vor komplett schwammig und ich nehme an dieser Stelle auch nur mit, eine Uhr made in Germany darf Einzelteile oder ganze Baugruppen aus dem Ausland verwenden. In der Praxis kamen dann noch andere Fragen auf, zum Beispiel, darf ein Produkt als Made in Germany bezeichnet werden, wenn es zwar im Ausland produziert wurde, aber nach deutschen Produktionsstandards, nach einer deutschen Designvorgabe, unter Verwendung von deutschen Maschinen und deutschen Patenten? Auch diese Frage wurde konkretisiert und beantwortet. Made in Germany wird als regionales Prinzip betrachtet, das heißt, Made in Germany wird vom durchschnittlichen Verbraucher übersetzt in produziert in Deutschland als Ort, als Land und nicht als etwas Abstraktes, produziert nach deutschen Standards irgendwo in der Welt, sondern regional in Deutschland. Damit ist weiterhin klar, die wesentlichen, was auch hier nicht weiter spezifiziert wurde, Bestandteile müssen in Deutschland produziert werden, damit eine Ware, ein Produkt sich Made in Germany nennen darf. Wie aber bereits eben erwähnt, dieses Regionalprinzip von Made in Germany gilt eben nicht für das komplette Produkt mit allen seinen Einzelteilen. Weiterhin gilt die Regel, dass einzelne Bestandteile oder einzelne Baugruppen aus dem Ausland bezogen werden dürfen. Da das Ganze aber sehr allgemein formuliert ist, bedeutet das für mich im Umkehrschluss, es bleibt weiterhin sehr schwammig, weil es ja alle Produkte abdecken soll. Und was im Einzelnen der Verbraucher bei einem bestimmten Produkt als wesentlich betrachtet, kann man nicht als einen definierten Katalog für alle Produkte, die irgendwann mal gemacht wurden, gemacht werden oder zukünftig noch gemacht werden, definieren. Insofern bleibt da ein ganz, ganz großer Ermessensspielraum und die ganze Rechtsprechung lebt hier von Einzelfallentscheidungen. Immer nur dann, wenn gegen die Verwendung von Made in Germany geklagt wurde, wird für dieses einzelne Produkt überprüft, ist es in allen wesentlichen Bestandteilen in Deutschland gemacht oder eben nicht und darf das Label für dieses spezielle Einzelprodukt verwendet werden oder nicht. Bei allen anderen bleibt es schwammig und bleibt es in weiten Bereichen ein Ermessensspielraum, was für mich als Verbraucher in gewisser Weise unbefriedigend bleibt. Ich habe mir dann die Frage gestellt, gibt es auch was Konkretes? Gibt es irgendwas Handfestes? Und ja, das gibt es, auch wenn mich das nicht hundertprozentig glücklich gemacht hat, aber es ist trotzdem ein klein wenig konkreter. Und zwar gibt es den Zollkodex und die entsprechende Durchführungsverordnung sowie die Richtlinien der IHK, der Industrie- und Handelskammer. Die sind nicht hundertprozentig deckungsgleich, aber sehr, sehr ähnlich und sagen im Wesentlichen, dass der letzte Herstellungsschritt, der jetzt kommt wieder die wesentlichen Merkmale dem Produkt hinzufügt oder entstehen lässt, in Deutschland erfolgen muss und eine Wertschöpfung von mindestens 45% des Produktes schaffen müssen. Das heißt, das, was das Produkt wert ist, im Sinne von Verkaufspreis oder Produktwert, muss im letzten Schritt zumindest 45% in Deutschland erfolgen. Und das kann erfolgen durch
Teilefertigung, das kann erfolgen durch Zusammenbau, das kann erfolgen durch Qualitätskontrolle, das kann erfolgen durch Veredelung, durch Finish. Also es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Varianten. Insofern finde ich das ein klein wenig greifbarer, auch wenn eine Wertschöpfung von 45% in Deutschland immer noch keine Aussage ist über die grundlegende Qualität, denn auch wenn ich billige Einzelteile aufkaufe von durchschnittlicher oder unterdurchschnittlicher Qualität, die in Deutschland zusammenbaue und vielleicht etwas glatter schleife, etwas glatter poliere, verziere, wird dadurch das Produkt selber vielleicht schöner, aber qualitativ nicht unbedingt besser im Sinne von genauer, haltbarer, belastbarer oder sonst irgendwas. Lediglich die Wertschöpfung ist in Deutschland erfolgt, aber das reicht nach der praktischen Anwendung des Zollkodex und der IHK-Empfehlungen, um ein Label Made in Germany rechtfertigen zu können. Also, ich fasse nochmal zusammen. Die Rechtsprechung sagt, alle für den Verbraucher wesentlichen Teile müssen in Deutschland hergestellt werden. Der Zollkodex, die IHK sagen, 45% der Wertschöpfung muss in Deutschland erfolgen. Das Ganze kann passieren durch Zusammenbau, Veredelung, Qualitätskontrolle und andere Sachen. Das ist der Stand. In der EU gibt es keine einheitliche Regelung. Hier gibt es unterschiedlichste Herangehensweisen an das Thema. Und außerhalb der EU gibt es Länder wie zum Beispiel die USA, die das Ganze deutlich enger definiert haben und auch strikter kontrollieren und das Ganze in engere Grenzen gepackt haben. So, was bedeutet das jetzt genau für Uhren? Bevor ich mich einem Beispiel widme, einen Satz noch vorab. Ich habe sehr viel gelesen. Ich habe für dieses Video wirklich überdurchschnittlich viel recherchiert. Ich habe mit Uhrenherstellern gesprochen, ich habe mit Uhrmachern gesprochen. Und ich werde hier keine Namen und keine Firmen und keine Marke nennen, aus gutem Grund. Aber den Eindruck, den ich daraus gewonnen habe, ist, dass nahezu alle, wenn nicht wirklich alle Firmen, mindestens einige, wenn nicht sogar mehrere Teile aus dem Ausland beziehen und in ihren Uhren verwenden, auch wenn dort Made in Germany draufsteht. Das ist also wirklich absolut branchenüblich und nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel. Kann denn jetzt eine Uhr, die ein Schweizer oder ein asiatisches Werk hat, ein Gehäuse aus Asien und vielleicht sogar noch ein Stahl- oder Lederband aus Asien das Label Made in Germany bekommen? Und die Antwort ist ja, sie kann. Das Werk kommt aus der Schweiz, wird aber in Deutschland nochmal justiert und reguliert. Genau das gleiche gilt fürs Gehäuse. Das Gehäuse kommt und wird hier noch einmal entweder verschönert, es wird noch einmal sandgestrahlt, mattiert oder poliert, sodass auch hier ein Verarbeitungsschritt dazu kommt, der eine Wertschöpfung erzeugt und das eigentlich asiatische Gehäuse aufwertet und damit die 45% Regel wahrscheinlich locker erfüllt und wenn die Rechtsprechung das dann so sehen mag, auch ein wesentlicher Verarbeitungsschritt in Deutschland stattfindet. Vielleicht sind Zeigerglas und Ziffernblatt aus Deutschland. Es wird hier zusammengebaut, die Uhr, also wieder ein wesentlicher Schritt, weil mit dem Zusammenbau entsteht ja erst die Uhr, also der Kern des Produktes, den ich als Verbraucher erwerbe, sodass eine Uhr, die in aus meiner Sicht wesentlichen Komponenten mit Werk, Gehäuse und Band nicht aus Deutschland kommt, aufgrund der hier geleisteten Arbeit durchaus als Made in Germany gelten kann und auch so vermarktet wird. In meinem Beispiel kann man die Komponenten wahrscheinlich beliebig austauschen, denn durch eine Verarbeitung, Veredelung, Finisierung, Verschönerung von vergleichsweise preisgünstigen Komponenten wird hier in Deutschland hochwahrscheinlich eine Wertschöpfung von 45% des Endproduktes erfolgen. Wie sehe ich persönlich das? Made in Germany war mir nie so wichtig. Ich habe es vielleicht wohlwollend zur Kenntnis genommen. Es war für mich aber nie ein ausschlaggebendes Kriterium.
Für mich zum Beispiel ist das Werk ein wesentlicher, essentieller Bestandteil der Uhr. Es gibt bestimmte Werke, die mag ich nicht so gerne und habe auch keine Uhren mehr mit diesem Werk, weil mir das Werk als solches nicht gefällt. Egal wie gut es reguliert wird, egal wie stark es verschönert wird, ich mag das Werk als solches nicht. Das ist für mich also durchaus ein wesentlicher Bestandteil. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Made in Germany eine Aussage trifft. Made in Germany ist für mich ein Marketinginstrument, was eine gewisse Mindestqualität suggeriert. Auf eine diffuse Art und Weise, ohne konkret zu sein, aber es ist ein Qualitätsversprechen. Und ich glaube, dass die deutsche Industrie sehr viel daran setzt, dieses Qualitätsversprechen und dieses Marketing-Label nicht zu beschädigen. Was für mich bedeutet, auch wenn es keine harten Kriterien über die Qualitätsanforderungen für Made in Germany gibt, gibt es doch ein unkonkretes, diffuses Qualitätsversprechen, dass sich Made in Germany zumindest etwas oberhalb des Durchschnitts bewegt, zumindest nicht unterdurchschnittlich von der Qualität ist, um dieses Label nicht zu beschädigen. Das ist meine Sicht auf Made in Germany, komplett unjuristisch, auch vielleicht von einigen zu widerlegen, aber so sehe ich das und so bin ich mit diesem Label bisher immer umgegangen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erzählen, was ihr noch nicht wusstet. Falls ihr etwas wisst, was ich nicht weiß, schreibt es bitte gerne in die Kommentare rein. Ich bin da sehr neugierig. Wenn euch dieses Video gefallen hat, ihr noch mehr davon sehen möchtet, dann freut euch auf das, was noch kommt. Bis dahin, tschüss, euer Axel.